Wir kennen den Kölner Klüngel, den Hamburger Filz oder die bayerischen Spätzeln. Aber von Österreich können hiesige Vetternwirtschaften echt noch was lernen. Unser Nachbarland wird gerade von einem der größten Korruptionsskandale seiner Geschichte gebeutelt. Mindestens 7 ranghohe Politiker unter Verdacht. Und die Presse? Die hat so manches Mal fröhlich mit Amigot. Ein bisschen was geht immer. Juli Kurz über die millionenschwere österreichische Jubelpresse. Gemütlichkeit, Tradition und Prunk. Man lässt es sich gut gehen in Österreich. Seit Jahrhunderten scheint hier das Geben und Nehmen bestens zu funktionieren. Die Freundalwirtschaft. Und die scheint zwischen Politikern und Journalisten auch ganz prächtig zu funktionieren. Auch wir werden freundlichst vom österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann begrüßt, als wir ihn im Parlament spontan befragen wollen. Schade, dass das Thema dann nicht ganz so erfreulich ist. Politiker der Regierungsparteien sollen positive Berichterstattung erkauft haben. Die Staatsanwaltschaft und ein Ausschuss untersuchen die Praxis von staatlicher Anzeigenvergabe. Ich finde es sehr in Ordnung, weil ich sowohl bei dringlichen Anfragen als auch im Rahmen von Ausschüssen gewohnt bin, zu beantworten, was ich gefragt werde. Da dürfte er sich auf eine Menge Fragen einstellen, denn der Bundeskanzler soll an oberster Stelle mitgemischt haben. Regelmäßig werden in österreichischen Tageszeitungen Anzeigen veröffentlicht, die aussehen wie Artikel. Die Arbeit staatlicher Institutionen und der Regierung sollen angepriesen werden. Propaganda-Inserate, von denen Zeitungen leben. Es ist schwer zu erklären, dass es in Österreich üblich ist, dass es 2 Arten von Presseförderung gibt. Also nicht nur eine, was schon an sich einen gewissen Erklärungsbedarf mit sich bringt, sondern auch noch eine zweite, heimliche, nämlich die Presseförderung mittels Vergabe öffentlicher Inserate. Hier gehen wir von einem Volumen von 120 Millionen Euro aus im Jahr 2010, die von öffentlichen Institutionen und Parteien in Medien platziert wurden. Und das ist ein nicht unwesentlicher Betrag, wenn Sie sich vorstellen, in Deutschland würde das, wenn man den Faktor 10, was die Bevölkerung und die Größe des Landes angeht, würde man von 1,2 Milliarden Euro sprechen, die hier investiert werden. Großzügig bedienen sich Politiker an Steuergeldern, um das eigene Image gezielt aufzupolieren. Schon in seiner Zeit als Verkehrsminister soll Faymann zum Beispiel die österreichische Bundesbahn unter Druck gesetzt haben, aus ihrem Etat Imagewerbung für ihn zu bezahlen. Manche Boulevardmedien profitieren von ihrer großen Nähe zu Bundeskanzler Faymann besonders. Den größten Teil des Werbekuchens nach Faymanns Geschmack sollten heute Österreich und die Kronenzeitung bekommen, die 3 großen Boulevardmedien. Finanzspritzen in Millionenhöhe, kurz vor der Bundeskanzlerwahl 2008. Und die Blätter danken mit Hofberichterstattung. Sie bejubeln ihren Kaiser und frohlocken: Faymann hat die Chance, einer der beliebtesten Kanzler dieser Zweiten Republik zu werden. Mit etwas Glück wird er unser Austro-Obama. Auch nach der Wahl geht die Lobhudelei weiter. Neben dem Regierungsinserat zur Steuerreform gleich Begeisterung darüber. Das Allermindeste, was man annehmen kann, ist, dass Leute, die solche Aufträge vergeben, schon wissen, wie es gewünscht wird. Und es ist aber durchaus anzunehmen, dass die schon Klartext reden und sagen, was sie haben wollen. Sicher ist, dass Bundeskanzler Faymann nicht nur geschäftliche, sondern fast familiäre Beziehungen zum Boulevard pflegt. Der Chef des Blattes Österreich, Wolfgang Fellner, ist ein alter Jugendfreund. Auch die Verlegerdynastie Dichand ist wie eine Familie für ihn. Dazu gehören Eva Dichand, Herausgeberin der Zeitung Heute, genauso wie Christoph Dichand, der Chefredakteur der Kronenzeitung. Die engste Freundschaft dürfte ihn verbunden haben mit dem verstorbenen Hans Dichand. Der Gründer der übermächtigen Kronenzeitung soll gar sein Wahlonkel gewesen sein. Vor politischen Entscheidungen wie zum Beispiel dem EU-Vertrag schrieb Faymann Hans Dichand einen offenen Brief, um sein Vorhaben in der Kronenzeitung absegnen zu lassen. Das kann man nicht gut finden. Österreich ist halt bedauerlicherweise ein sehr kleines Land und man entschuldigt Dinge immer damit, dass die Leute einander dauernd über den Weg laufen. Aber ich glaube, man muss es nicht zu solchen Exzessen treiben.
Korrupte Beziehungen in der beschaulichen Alpenrepublik. Ein neues Medientransparenzgesetz soll ab 2012 die Geldflüsse zwischen staatlichen Institutionen und Medien für alle Österreicher offenlegen. Wir wissen das gar nicht. Wir wissen heute nicht. Wir wissen eine Brutto-Werbesumme, wie groß die Nettosumme tatsächlich ist und vielleicht auch, wie hoch die Summe insgesamt ist, die hier fließt, die vielleicht gar nicht in Form von Anzeigen sichtbar wird. Das werden wir erst sehen, wenn das Gesetz sozusagen in Kraft getreten ist. Eine schwierige Zukunft für die Freundalwirtschaft. Als wir den Bundeskanzler noch einmal auf seine Verstrickungen ansprechen, reagiert er einsilbig. Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf? Das ist dann im Ausschuss Aufgabe der Abgeordneten festzustellen, ob es überhaupt einen Vorwurf gibt, an wen sich der richtet und meine Aufgabe, das zu beantworten. Haben Sie denn enge Beziehungen? Freundalwirtschaft bespricht man eben doch nur mit guten Freunden.